Der nächste Punkt hier auf der Tagesordnung, Verdienstgrenze bei geringfügigen Beschäftigten. In einem Minijob ist bei 450 Euro Schluss. Die FDP will die Verdienstgrenzen der geringfügig Beschäftigten dynamisieren. Sie fordert höhere Verdienstgrenzen und erntet damit allerdings heftigen Widerstand, vor allen Dingen auch bei den Gewerkschaften. Seit mehr als 5 Jahren wurde die Verdienstgrenze für Minijobs von 450 Euro nicht mehr angepasst, sagt die FDP. Davon betroffen seien 7,5 Millionen Minijobber, darunter sind 700.000 Menschen, die auf Mindestlohnniveau arbeiten, für die jede Mindestlohnerhöhung ins Leere läuft. Der Status quo, der 2015 eingeführte Mindestlohn, liegt bei 8,84 Euro brutto und steigt zum 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro. Und der erste Redner und begründet diesen Antrag von der FDP ist Pascal Kober. 7,5 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Minijob. Das sind 7,5 Millionen Menschen, die in den letzten 5 Jahren von der allgemein guten wirtschaftlichen Entwicklung und von der sehr guten Lohnentwicklung abgekoppelt geblieben sind, weil sie es versäumt haben, in den letzten Jahren die starre Minijobgrenze von 450 Euro anzuheben. Das ist ungerecht und das kann nicht richtig sein. Ich denke da beispielsweise an den 18-jährigen Niklas, der mir gestern Abend noch schrieb, er wohnt in Freising, dass er mit dem 450-Euro-Job seinen Führerschein verdient. Ich denke an die Schülerin, die in der Bäckerei arbeitet, in der ich mir samstagvormittags meine Brötchen kaufe, die die Eigentümerfamilie in diesen Randzeiten entlastet. Und ich denke an den Oberstabsfeldwebel, der natürlich von seinem Einkommen seine Familie ernähren kann, der sich aber mit einem 450-Euro-Job seinen Hobby Motorradfahren eben noch extra verdienen kann. Und ich denke an die vielen Studierenden in Deutschland, die mit ihrem Minijob in Gastronomie, im Handel sich ihr Studium erleichtern, einen Lebensstandard zu führen, der auch angemessen ist. Überall, liebe Kolleginnen und Kollegen, steigen die Löhne, die Menschen verdienen in ihren Berufen mehr und die meisten Menschen bekommen dann tatsächlich auch mehr. Ausgerechnet aber die Minijobber bleiben zurück. Für sie wirkt sich die allgemein gute Entwicklung bei den Löhnen nicht im Geldbeutel aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition, Sie haben es versäumt, in den letzten 5 Jahren diese starre Einkommensgrenze von 450 Euro anzuheben. Das ist ungerecht und das wollen wir ändern. Und ganz besonders bitter ist es natürlich für die 700.000 Minijobber, die in Höhe des Mindestlohns verdienen. Der Mindestlohn steigt jedes Jahr. Das ist auch richtig so, das ist auch gut so. Aber er wirkt sich eben nicht im Geldbeutel für gerade die Geringverdiener aus. Warum? Weil die Minijobgrenze starr bei 450 Euro beibehalten wurde. Das kann nicht richtig sein. Das muss geändert werden. Und deshalb haben wir einen Gesetzentwurf vorgelegt, der zweierlei will. Erstens wollen wir, dass alle Menschen von der guten wirtschaftlichen Lage, von den allgemeinen Lohnerhöhungen auch wirklich profitieren können. Und deshalb wollen wir, dass in einem ersten Schritt diese starre Minijob-Lohngrenze von 450 Euro zum 1. Januar 2019 deutlich angehoben wird, nämlich auf rund 550 Euro. Das sind 100 Euro mehr, das haben sich die Menschen verdient. Und das sind im Übrigen auch 100 Euro mehr, von denen die Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge abführen werden. Und zweitens wollen wir weg von dieser starren Minijobgrenze hin zu einer Dynamisierung. Künftig soll die Minijobgrenze mit jeder Erhöhung des Mindestlohns auch automatisch steigen. Und so schlagen wir vor, dass ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr ein starrer, fixer Betrag die Minijobgrenze bildet, sondern dass in Zukunft die Minijobgrenze das 60-fache des Mindestlohns sein wird. Damit steigt sie automatisch mit jeder Mindestlohnerhöhung. Und das ist gut, das ist gerecht und koppelt niemanden mehr von der guten wirtschaftlichen Entwicklung ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition, ich bitte Sie, stimmen Sie diesem Gesetzentwurf zu. Verweigern Sie den Menschen nicht ihren verdienten Lohn. Ja, liebe SPD, es ist in der Tat Zeit für mehr Gerechtigkeit. Vielen Dank. Pascal Kober hat den Antrag hier begründet. Der nächste Redner heißt Torbjörn Kartes von der CDU/CSU. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen, der Minijob in Deutschland hat schon eine sehr lange Geschichte. Bereits in der Reichsversicherungsordnung 1911
wurde festgelegt, dass vorübergehende Dienstleistungen versicherungsfrei bleiben. 1977 wurde zum ersten Mal überhaupt der Begriff der geringfügigen Beschäftigung eingeführt. 2003, übrigens unter Rot-Grün, wurde die Geringfügigkeitsgrenze auf maximal 400 Euro festgesetzt und der allzeit bekannte 400-Euro-Job entstand. Dieser Betrag wurde dann 2013 auf die heute noch gültigen 450 Euro erhöht. Jetzt möchte ich heute keine rechtshistorische Vorlesung halten, sondern vielmehr auf die folgenden Punkte hinweisen. Der Minijob in unserem Land hat sich bewährt. Er ist ein gutes Instrument auf unserem insgesamt sehr guten Arbeitsmarkt, insbesondere in den letzten Jahren. Er wird von vielen Menschen in unserem Land gewollt und auch genutzt. Das gilt für den Schüler, für den Rentner, die Studentin, die sich etwas hinzuverdienen möchte. Hunderttausende Menschen wie Sie haben darum dieses Modell gewählt und sind damit im Übrigen auch sehr zufrieden. Da bin ich auch voll und ganz bei Ihnen. Klar ist aber auch, dass viele andere zusätzlich einen Minijob ausüben, weil sie das müssen, weil ihr reguläres Einkommen nicht ausreicht, weil sie gar kein anderes Einkommen haben, weil die Rente nicht ausreicht. Ich bin dennoch der Meinung, dass wir diesen Minijob insgesamt nicht verteufeln sollten, sondern dass es für beide Fallgruppen ein gutes Instrument ist, am Ende des Tages mehr Geld in der Geldbörse zu haben. Aus unserer Sicht ist wichtig, dass für die zukünftige Entwicklung, dass der Minijob natürlich nicht attraktiver sein darf als ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Und noch deutlicher zu sagen, unser gemeinsames Ziel ist und bleibt, dass möglichst viele Menschen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Für die Rente ansparen, auf eigenen Füßen stehen, im Erwerbsleben Halt finden, ihren Kindern ein Vorbild sind. Und das beste Mittel gegen Armut ist, die Menschen in Arbeit zu bringen, und zwar in sozialversicherungspflichtige Arbeit. Dafür muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, und das haben wir in den letzten Jahren auch äußerst erfolgreich getan. Um das noch mal ganz deutlich zu betonen, unsere Arbeitslosigkeit ist historisch niedrig. 45 Millionen Menschen waren im August erwerbstätig. Das sind sogar noch mal über 500.000 mehr als im letzten Jahr. Das sind im Übrigen alle sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Wir wissen auch, dass immer noch viel zu viele Menschen auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Ich hatte es bereits erwähnt. Und deswegen haben wir heute Morgen auch einen anderen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der die sogenannten Midi-Jobs attraktiver machen möchte. Über den Begriff kann man streiten, aber in der Sache sind es gerade diese Jobs, die den Weg hin zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung erleichtern sollen. Um es noch mal ganz kurz zu erläutern, bisher war es so, dass derjenige, der zwischen 450 und 850 Euro verdient, weniger Abgaben zahlt. Wir wollen diese sogenannte Gleitzone, in der man weniger Abgaben zahlt, je weniger man verdient, nun deutlich ausweiten und auf insgesamt 1.300 Euro erhöhen. Das Besondere hierbei ist, dass die Midijobber in dieser Gleitzone zwar weniger Abgaben zahlen, aber dennoch volle Rentenansprüche erwerben. Dies geschieht durch eine Umlagefinanzierung in der Rentenkasse, und es ist aus unserer Sicht ein richtiger Schritt für eine bessere Rente. Und, liebe Kollegen von der FDP, das unterscheidet uns im Übrigen auch von Ihrem Antrag, denn diese Regelung, die Aufstockung der Rentenbeiträge, sehen Sie in Ihrem Antrag gerade nicht vor. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen der AfD? Ja. Ja oder ja? War das ein Ja? Herzlichen Dank, Herr Kollege Gottes, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich bin irritiert über diese Bemerkung, die Sie gerade gemacht haben, dass diese 45 Millionen Beschäftigten, 45 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte seien. Es ist doch ja statistisch jedermann bekannt, dass 12 Millionen von diesen 45 Millionen nicht sozialversicherungspflichtig sind. Also diese, mit Verlaub, salopper Umgang mit diesen sehr einfachen Fakten irritiert mich. Können Sie diese Irritation teilen? Nee, dann haben Sie mich falsch verstanden. Oh. Ich habe gesagt, dass 45 Millionen Menschen erwerbstätig waren, ja? Dass das über 500.000 Menschen mehr sind als im Vorjahr und dass diese Mehrung alles sozialversicherungspflichtige Jobs gewesen sind. Das war klar, und das habe ich gesagt. Und wenn Sie es nicht verstanden haben, dann wiederhole ich das ganz gerne noch mal und möchte jetzt noch mal ganz kurz zum Vorschlag der FDP kommen.
was die Anpassung ihres Rahmens angeht. Sie wollen hier den Rahmen eines Minijobs auf das 60-fache des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns festlegen. Was würde das bedeuten? Sie haben es in Zahlen gesagt. Wir wären heute schon bei 530 Euro im Monat, demnächst bei 550 und dann 2020 bei 561 Euro Jobs. Und da, um zum Schluss zu kommen, kann ich nur sagen, das überzeugt uns ehrlich gesagt nicht. Und das ist vor allen Dingen auch nicht im Sinne des Erfinders dieses Minijobs. Minijobs sollen Zuverdienst sein und nicht im Mittelpunkt einer Erwerbsbiografie stehen. Mit dem FDP-Vorschlag treiben wir die Privilegierung aber der geringfügigen Beschäftigung deutlich zu stark an und verringern damit die Anreize, reguläre Arbeit aufzunehmen. Das wollen wir gerade nicht. Und wir glauben hingegen vielmehr, dass wir mit der Stärkung der Midi-Jobs auf dem richtigen Weg sind, gerade für diejenigen, die unsere Unterstützung brauchen. Deswegen lehnen wir Ihren Vorschlag ab und werden unser Vorhaben weiterverfolgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kartes. Der nächste Redner ist der Sprecher für Arbeit und Soziales der AfD-Bundestagsfraktion, Uwe Witt. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste des Hohen Hauses, in Deutschland arbeiten aktuell 7,5 Millionen Menschen in Minijobs. Diese sind für die Arbeitnehmer steuer- und meist auch sozialversicherungsfrei. Es gilt brutto für netto. Das ist für viele Arbeitnehmer attraktiv und rechnet sich auch für Arbeitgeber, die bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und gleichbleibendem Bruttolohn deutlich höher belastet würden. Seit 2013 liegt die Verdienstgrenze bei Minijobs unverändert bei 450 Euro. CDU und FDP wollten das laut ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 ändern. Die FDP setzt ihr Wahlprogramm mit diesem Antrag konsequent um. Sie will die Verdienstgrenze künftig an den Mindestlohn koppeln und schlägt vor, die Höhe solle sich am 60-fachen des Mindestlohnes bemessen. Für alle geringfügig Beschäftigten, die regelmäßig bis an die Verdienstgrenze von derzeit 450 Euro arbeiten, gilt, dass eine Lohnerhöhung zwangsläufig zu einer Reduzierung der Arbeitszeit oder in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis in der Gleitzone führt. Egal, ob das nun durch eine Anhebung des Mindestlohnes oder eine sonstige Lohnerhöhung, beispielsweise des Tariflohnes, erfolgt. Der Wechsel in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis ist in vielen Fällen weder für Arbeitnehmer noch für Arbeitgeber attraktiv. Wer Minijobs nicht durch sozialversicherungspflichtige Jobs ersetzen will oder kann, und wer auch nicht die Anzahl an Minijobs erhöhen will, kommt um eine angemessene Erhöhung der 450-Euro-Grenze nicht herum. Und es ist auch eine gute Idee, das dynamisch zu tun. 2017 wurden nur 1 Million Minijobs mit dem Mindestlohn oder darunter vergütet. 1 Million von über 7 Millionen Minijobs. Das bedeutet, dass 6 Millionen Minijobber oberhalb des Mindestlohnes verdienten. Der Mindestlohn ist durchaus als Bezugsgröße für eine dynamische Anpassung der Verdienstgrenze geeignet, weil er an die Tariflohnentwicklung gebunden ist. Die AfD stimmt im Grundsatz einer angemessenen Anhebung der Verdienstgrenze für Minijobs und der Verweisung in den Ausschuss zu. Wir wissen natürlich, dass innerhalb der Regierungskoalition unter einem SPD-geführten Ministerium für Arbeit und Soziales eine Anhebung der Einkommensgrenze bei Minijobs ein schwer durchzusetzendes Thema ist. Das Ministerium hat erst kürzlich darauf verwiesen, dass das nicht im Koalitionsvertrag steht. Tatsächlich findet man auf den 175 Seiten die Worte geringfügige Beschäftigung gar nicht und das Wort Minijob nur einmal, nämlich exklusiv auf Wunsch der SPD in Bezug auf Minijobs in der Zeitungsbranche, wo man den Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung um 2/3 senken möchte. Da stellte sich für mich die Frage, warum die SPD ausschließlich diesen Punkt behandelt haben wollte. Liebe Bürger, werte Kollegen, vielleicht sind Sie jetzt genauso überrascht, wie ich es war, wenn Sie hören, dass die DDVG, einer der größten deutschen Presse- und Medienkonzerne im Besitz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ist.
Die DDVG hat über ganz Deutschland verteilt eine Verflechtung von Unternehmensbeteiligungen im Presse- und Medienbereich aufgebaut. Diese Unternehmensbeteiligungen sind derart komplex, dass 452 DIN A4 Seiten gerade ausreichen, um alle darzustellen. Hierüber verbreitet die SPD nicht nur ihre sozialistische Ideologie, nein, sie verdient damit auch nicht schlecht. Bilden Sie sich einfach selber ein Urteil, wenn ich Ihnen erkläre, worum es geht. Für das Austragen aller Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland werden ca. 300.000 Zusteller benötigt. Dafür sind fast alle über einen Minijob auf 450-Euro-Basis tätig. Hierbei muss das jeweilige Unternehmen 15% Rentenversicherungsbeiträge und ca. 15% weitere Abgaben zahlen. Für diese Unternehmen, also auch für die in SPD-Besitz befindliche DDVG, sollen diese 15% Rentenversicherungsbeiträge um zwei Drittel bis 2022 gesenkt werden. Diese Absenkung bringt den betroffenen Unternehmen eine Einsparung bis 2022 in einer Gesamthöhe von 550 Millionen Euro. Liebe Kollegen, das ist die Politik, die die Volkspartei SPD zulasten der Steuerzahler seit Jahrzehnten betreibt. Leider scheinen der SPD auch die Interessen der Arbeitnehmer, jedenfalls wenn es um eigene Gewinnmaximierung geht, nicht besonders wichtig zu sein. Denn bis Ende 2017 gab es eine Ausnahmeregelung, nach der auch die von der SPD befindliche DDVG den Zeitungszustellern weniger als den Mindestlohn zahlen durfte. Da macht die SPD Klientelpolitik für sich selbst. Und wie bei Sozialisten üblich, natürlich auf Kosten anderer. Nein, Zwischenfragen lasse ich nicht zu. Kommen wir zurück Herr zum Kollege, Antrag erlauben der Sie FDP. Eine Herr Kollege, Moment, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein. Gut. Liebe Kollegen, 7,5 Millionen Minijobber und 2,2 Millionen Arbeitgeber, bei denen diese beschäftigt sind, werden genau hinschauen, was wir hier machen. Darunter ganz besonders die 2,8 Millionen Minijobber im Nebenerwerb, die bereits im Hauptjob Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Wenn es nach den Vorstellungen von Grünen oder Linken geht, soll es nämlich bald vorbei sein mit Brutto für Netto. Ich will gar nicht sagen, dass Minijobs keine Probleme mit sich bringen. 4,7 Millionen Minijobber sind ausschließlich geringfügig beschäftigt und haben keinen Hauptjob, in dem sie Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Da muss man sich schon fragen, ob der Gesetzgeber nicht bei den ausschließlich geringfügigen Beschäftigten die Rahmenbedingungen so setzen sollte, dass eine Grundabsicherung in der Sozialversicherung erfolgt. Man könnte zum Beispiel die Möglichkeit der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht auf Minijobs im Nebenerwerb begrenzen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es sich bei Minijobs ebenso wie bei Teilzeitjobs und Leiharbeit um prekäre Arbeitsverhältnisse handelt, von denen in der Regel niemand wirklich leben kann. Viele Minijobber im Nebenerwerb müssen neben ihrer Haupttätigkeit zusätzlich arbeiten, um überhaupt ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Zum wiederholten Male muss ich hier darauf hinweisen, dass eine beschäftigungspolitische Wende dringend überfällig ist und eine Reform des Hartz-IV-Systems damit einhergehen muss. Doch wie will man das machen mit einer Partei wie der SPD, deren ganzes Wirken die letzten Jahre mehr Ideologie als Vernunft, mehr Eigennutz als Bürgernähe und mehr Untergangssehnsucht als Verantwortung erkennen lässt? Die SPD hat ja in ihrer durchaus selbstkritischen Analyse aus Fehlern lernen richtig erkannt, dass sie sich zu einer Volkspartei ohne Volk entwickelt. Aber wenn man sich das kopflose Handeln der SPD-Führung in den letzten Wochen anschaut, gewinnt man nicht den Eindruck, als lerne hier irgendjemand aus Fehlern. Ich habe deshalb wenig Hoffnung, dass sich unter dieser Regierungskoalition noch etwas in die richtige Richtung bewegt. Umso wichtiger ist eine gute Oppositionsarbeit, zu der die AfD gerne zur Verfügung steht. Vielen Dank. Dankeschön. Es geht um die Verdienstgrenzen bei geringfügiger Beschäftigung, ein Antrag der AfD. Nächste Rednerin hier in der Debatte wäre jetzt gewesen Gabriele Hiller-Ohm, aber es gibt zunächst eine Kurzintervention. Die interessiert in der Tat in diesem Haus kein Mensch, das will ich mal ganz allgemein sagen. Aber ich will zurückweisen, was Sie zur DDVG gesagt haben.
Ich selber bin 6 Jahre lang Schatzmeisterin der SPD gewesen, kann also von Ihnen tatsächlich sagen, was die DDVG ist. Die DDVG ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft. Sie ist eine Beteiligungsgesellschaft. Dazu gehört zum Beispiel auch ein Reiseservice, mit dem ich noch in diesem Jahr auf der Ostsee unterwegs war. Da gibt es natürlich keine Zusteller von Zeitungen, um das nur mal als Beispiel zu sagen. Bei allen Zeitungen, Tageszeitungen, bei denen die DDVG beteiligt ist, gibt es keinen bestimmenden Einfluss. Den höchsten Anteil, den die DDVG an einem Verlag hat, beträgt 23%. Alle anderen Beteiligungen sind niedriger. Das heißt also, es gibt keinen ökonomisch bestimmenden Einfluss, folgedessen auch keinen Einfluss auf die Geschäftspolitik. Die Geschäftsführer agieren selbstverständlich nach GmbH-Gesetz frei. Wie soll das denn auch anders sein? Wenn man einen kleineren Anteil als 25% hat, kann man ja überhaupt gar niemanden sozusagen in der Geschäftsführung bestimmen. Folgedessen gibt es auch keinerlei Anweisungen in Richtung, wie denn etwa mit Zeitungszustellern umzugehen sei. Alles andere, was Sie hier behauptet haben, entbehrt wirklich jeder Grundlage. Es passt in das Bild, das wir von Ihnen kennen. Unwahrheiten behaupten und so zu tun, als hätten Sie immer recht. Nein, Sie haben nicht recht. Sagt Barbara Hendricks. Vielen Dank, Frau Hendricks. Herr Witt, bitte, wenn Sie mögen. Ich bin etwas enttäuscht, dass Sie selber Ihre eigenen Unternehmensverflechtung schon gar nicht mehr verstehen. Sie können gerne bei mir hier nachschauen. Auf 452 Seiten sind die unterschiedlichen Beteiligungen der DDVG aufgelistet. Hier steht Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschland. Das sind Sie doch, ne? Irgendwie. 100% Beteiligung. Aber vielleicht ist der Bericht, der im Internet veröffentlicht ist und der jedermann zugänglich ist, auch einfach falsch. Dankeschön. So, vielen herzlichen Dank. Nächste Rednerin, Gabriele Hiller-Ohm für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Gesetzentwurf der FDP zurück. Liebe FDP, mit Ihrem Gesetzentwurf wollen Sie die Mini- und Midi-Jobs deutlich ausweiten. Und Sie, Herr Kober, nennen das auch noch gerecht. Ich sage Ihnen, mit Gerechtigkeit hat das überhaupt nichts zu tun. Und ich sage Ihnen ganz klar, das ist mit der SPD nicht zu machen. Die Konjunktur boomt, die Arbeitslosenzahlen sinken. Warum, so frage ich Sie, wollen Sie gerade jetzt noch mehr Minijobs? Der Wirtschaft geht es blendend. Wäre es da nicht angebracht, endlich auch einmal an die Beschäftigten zu denken? Wie wäre es mit guter Arbeit, unbefristeten, sicheren Arbeitsverhältnissen, fairen Löhnen, die vor Armut schützen und gerechten Aufstiegschancen? Eines ist sicher. Mit Minijobs und einer Ausweitung des Niedriglohnsektors, den Sie ja wollen, erreichen Sie das nicht. Minijobs führen glasklar in die Sackgasse. Sie sind eben kein Sprungbrett in eine reguläre, sozial abgesicherte Beschäftigung. Das ist durch zahlreiche Studien belegt. Frau Kollegin, aber erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Kober? Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, das wollen Sie ja auch gar nicht. Sie fühlen sich ausschließlich den Unternehmen verpflichtet. Das dokumentieren Sie ganz klar auch mal wieder mit Ihrem heutigen Gesetzentwurf. Die Arbeitgeber sind es, die von den kleinen, schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen profitieren, denn Minijobs bieten für Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität im Niedriglohnsektor. Besonders in kleinen und mittleren Betrieben haben Minijobs oft reguläre Beschäftigung schon verdrängt. Ganze Branchen leben inzwischen überwiegend von Minijobberinnen und Minijobbern. Im Dienstleistungssektor, vor allem auch in ländlichen Regionen, gibt es oft überhaupt keine ordentlichen Beschäftigungsalternativen mehr. Und darunter, meine Damen und Herren, leiden vor allem die Frauen, denn Minijobs sind nach wie vor eine Frauendomäne. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine schlechte Entwicklung. Die müssen wir stoppen.
Ich freue mich deshalb über jede Erhöhung des Mindestlohns, denn sie führt dazu, dass im Minijob immer weniger Stunden gearbeitet werden kann. Auf diese Weise werden die Minijobs für Arbeitgeber hoffentlich sehr bald so unattraktiv, dass sie endlich wieder gute, sozial abgesicherte Arbeitsplätze anbieten. Das, meine Damen und Herren, ist der richtige Weg. Geradezu zynisch ist es, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, in Ihrem Gesetzentwurf behaupten, Sie würden durch eine Ausweitung der Minijobs das Armutsrisiko in Deutschland verringern. Fakt ist, dass gerade die vielen Minijobs das Armutsrisiko für die Betroffenen immer weiter in die Höhe treiben. Ja, richtig. Viele Minijobberinnen und Minijobber meinen, geringfügige Beschäftigung sei eine gute Sache. Sie brauchen keine Steuern und Sozialabgaben zu zahlen. Sie haben das Geld, also Cash, auf der Hand. Man muss sehen, für Rentnerinnen und Rentner, da gebe ich Ihnen recht, und auch für Studierende sind Minijobs eine attraktive Zuverdienstmöglichkeit. Wie aber, so frage ich Sie... Frau Kollegin, erlauben Sie eine nochmal den Versuch? Nein. Überhaupt nicht. Ja gut, ich frage Sie. Wie aber sieht es mit den Millionen Menschen aus, die sich oft mit mehreren Minijobs durch ihr gesamtes Berufsleben hangeln? Keine Krankenversicherung, keine Absicherung bei Arbeitslosigkeit, jahrelang niedrige Löhne und in der Regel keine Chance, jemals wieder aus den Minijobs herauszukommen. Dazu kommt keine Absicherung im Alter. Über 80% der geringfügig Beschäftigten lassen sich vom Arbeitnehmeranteil der Rentenversicherung befreien und erwerben dadurch überhaupt keine Rentenansprüche. Diese Menschen haben übrigens auch keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente im Fall einer Berufsunfähigkeit. Altersarmut, meine Damen und Herren, ist da fest vorprogrammiert. Millionen von hart arbeitenden Menschen werden somit vom Aufstieg und Wohlstand systematisch abgehängt. Die FDP befördert das mit dem Gesetzentwurf, den Sie uns heute vorgelegt haben. Dazu sagen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Nein. Aber natürlich sehen wir auch, dass nicht alle Menschen zu jeder Zeit ihres Berufslebens in Vollzeit arbeiten können. Wenn Kinder da sind oder Angehörige gepflegt werden müssen, bleibt als Möglichkeit, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, oft nur der Minijob. Das, meine Damen und Herren, werden wir jetzt ändern, zum Beispiel mit der Brückenteilzeit. Die werden wir hoffentlich schon in der nächsten Woche durch das Parlament bringen. Mit der Brückenteilzeit ermöglichen wir es Millionen Beschäftigten in regulärer Beschäftigung, ihre Arbeitszeit zu verkürzen und dann rechtlich abgesichert wieder voll einsteigen zu können. Wichtig ist dafür aber natürlich, dass wir Menschen aus prekärer Beschäftigung, also aus Unsicherheit, schlechter sozialer Absicherung, mieser Bezahlung und schlechten Arbeitsbedingungen herausbekommen. Frau Kollegin, denken Sie an die Redezeit. Sie sind wieder mal drüber. Das ist nur mit guter Arbeit und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zu erreichen. Und dafür kämpfen wir. Gabriele Hiller-Ohm war das für die SPD. Die nächste Rednerin kommt von der Linken. Dann müssen Sie es in Ihrer eigenen Familie austragen. So, nächste Rednerin Susanne Ferschl für die Fraktion Die Linke. Das hatte ich jetzt nicht verstanden. Die nächste Rednerin kommt von der Linken, Susanne Ferschl. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen, wie immer, wenn die FDP vorgibt, etwas im Sinne der Beschäftigten zu tun, dann ist es nichts mehr als schöner Schein. Das haben wir auch am vorigen Tagesordnungspunkt gesehen. Sie behaupten, die Beschäftigten profitieren von einer Dynamisierung und von einer Anhebung der Minijobgrenze. In Wahrheit wollen Sie aber nur den Niedriglohnbereich erhalten und Ihr Klientel, nämlich die Arbeitnehmer- und Unternehmerverbände, letztendlich bedienen. Und auf den ersten Blick, ja, scheinen Minijobs auch aus Arbeitnehmersicht finanziell attraktiv zu sein. Man erhält Lohn scheinbar ohne Abzüge. Beschäftigte sind von Steuer- und Versicherungsabgaben befreit, aber sie sind auch frei von sozialem Schutz.
Und lieber Kollege Kober, es ist Unsinn zu behaupten, Sie wollen die Minijobgrenze anheben, weil die Mindestlohnerhöhungen ins Leere laufen und die Menschen daran nicht partizipieren. Die Menschen profitieren von einer Arbeitszeitverkürzung, das heißt, sie arbeiten für den gleichen Betrag kürzer. Ihr Problem ist doch ganz ein anderes. Ihr Problem ist doch, dass den Unternehmen billige Arbeitskräfte kürzer zur Verfügung stehen. Und das schmälert die Attraktivität der Minijobs aus Sicht der Unternehmen, insbesondere des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Und darum geht es. Am liebsten würden Sie den Mindestlohn doch heute als morgen abschaffen. Aber die FDP ist ja als verlässlicher Steigbügelhalter der Unternehmensinteressen bekannt. Die Mövenpick-Steuer liegt ja schon einige Zeit zurück. Und da ist es natürlich mal wieder Zeit für ein Geschenk an den DIHOGA, an den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Für die Menschen bedeutet ein Minijob, dass sie sich nicht eigenständig gegen die Standardrisiken des Lebens schützen können. Keine Absicherung in der Krankenversicherung, keine Arbeitslosengeldansprüche und Rentenansprüche, die nie und nimmer zum Leben reichen. Minijobber sind immer abhängig, entweder vom Ehepartner, von der Familie oder vom Amt. Und in vielen Fällen ist ein Minijob nicht gewollt, sondern absolut notwendig, weil der reguläre Job oder die Rente eben nicht zum Leben reicht. Es gibt Frauen, 2/3 aller Minijobber sind Frauen, die haben nachts einen Putzdienst, arbeiten morgen an der Rezeption und betätigen sich abends noch als Näherin. Und es ist kein privates Vergnügen, sondern bittere Realität für immer mehr Menschen in diesem Land. Und in den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Minijobber im Nebenjob um 1 Million auf 2,8 Millionen angestiegen. Und wir reden hier nicht von hochdotierten Nebenjobs wie die nordrhein-westfälische Landesregierung, die ja jetzt auch einen ähnlichen Antrag im Bundesrat einbringen will. Ich habe auch einen Nebenjob. Der ist nicht hochdotiert. Ich bin Betriebsrätin und ich weiß, auf welcher Seite ich stehe, auf der Seite der Beschäftigten. Und als Betriebsrätin will ich Ihnen mal gerne die Praxis Ihrer Politik vor Augen führen. Minijobber im Betrieb sind fast immer zweiter Klasse, die meisten pauschal als Aushilfen eingruppiert, unabhängig davon, ob sie eine qualifizierte Tätigkeit ausüben oder nicht. Und die Löhne, die liegen weit unter denen von regulär beschäftigten Fällen. Viele Minijobber müssen aufstocken. 2017 wurden 4,2 Milliarden Euro an Aufstockerleistungen bezahlt. 1 Milliarde davon an Beschäftigten aus der Hotel- und Gaststättenbranche. Nachtigalle gehört ihr Trapsen. Das sind Steuergelder. Das heißt, der Staat subventioniert diese Lohndrückerei auch noch. In der Praxis werden den Minijobbern häufig ihre Urlaubsansprüche und Sonderzahlungen, wie zum Beispiel das Weihnachtsgeld, verwehrt. Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge finden gar keine Anwendung. Und es gibt meist nicht mal Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das ist die bittere Realität von Minijobs. Und das ist der Grund, warum Arbeitgeber trotz der höheren pauschalen Sozialabgaben ein so großes Interesse an den Minijobs haben, weil letztendlich trotzdem noch ein größerer Profit aus den Beschäftigten herausgequetscht werden kann. Wenn Sie für diese Menschen etwas tun wollen, dann stärken Sie Mitbestimmungsstrukturen sowie Tarifverträge und erhöhen Sie den Mindestlohn. Aber beides wollen Sie ja nicht. Und im Übrigen würde Ihr Antrag dazu führen, dass eine 500.000 Menschen aus der Sozialversicherung in prekäre Minijobs gedrängt würden. Es ist absolut unverantwortlich. Minijobs sind, das ist auch schon gesagt worden, keine Brücke in reguläre Beschäftigung. Es gibt so gut wie keine Aufstiegschancen. Weiterbildung in diesen Jobs findet gar nicht erst statt. Gerade für Frauen eine biografische Sackgasse. Der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung spricht nicht umsonst bei Minijobs als desaströs. Wir sagen Schluss damit. Es wird Zeit, dass man diesen Sumpf austrocknet. Die Subventionierung des Niedriglohnsektors muss endlich unterbunden werden. Deswegen fordert die Linke einen Mindestlohn von wenigstens 12 Euro und alle Beschäftigten in die Sozialversicherung einzubeziehen, damit alle entsprechend abgesichert sind. Die Sozialversicherungspflicht muss ab dem ersten Euro gelten. Und eine kleine Anmerkung noch zum Schluss. Auch die CSU
ist da ganz auf der Linie der Unternehmensverbände. Mein Wahlkreiskollege Stefan Stracke ist jetzt leider nicht mehr da, aber er hat erst jüngst gesagt oder von mitwachsenden Minijobs gesprochen, die gleiche Wortwahl wie bei der DEHOGA-Geschäftsführerin Frau Hartges. Ich würde sagen, wer gute sozialversicherungspflichtige Arbeit und einen solidarischen Sozialstaat möchte, der macht am Sonntag sein Kreuz an der richtigen Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank, Susanne Fersche. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Beate Müller-Gemmecke. Und sie ist Sprecherin für Arbeitnehmer, Unterhalte und andere Arbeitsmarktpolitik. Auch schöne Formulierung. Auf den Tribünen. Bei Minijob ist heute bei 450 Euro Schluss. Und jetzt will ja die FDP einen 550-Euro-Job. Die Begründung ist ganz einfach. Sie reden von der Tarifentwicklung und von der Teilhabe am Arbeitsleben. Das zeigt, im Weltbild der FDP ist alles super bei Minijob. In der Realität sieht das aber anders aus. Minijobs sichern nicht die Existenz der Menschen und Minijobs sind auch keine Brücke in reguläre Beschäftigung und mehr Geld. Bei Minijob hilft auch nicht den Bezieherinnen und Beziehern von Arbeitslosengeld II, auch wenn das in ihrem Gesetzentwurf drinsteht, denn der größte Teil, von daher kann man sich die Frage ersparen, der größte Teil wird sofort wieder verrechnet. Die 550-Euro-Jobs helfen diesen Menschen kein Stück weiter. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ach, das war gar nicht so gemeint. Ja, es wird verrechnet. Ich wusste ja, was gefragt wird. Aber wenn wir jetzt schon gerade hier, Herr Kollege, Moment, stopp. Er meldet sich deutlich, oder? Gut. Darf er oder darf er nicht? Ich würde jetzt einfach weitermachen und gleich mit Herrn Vogel weitermachen, weil eben bei der Rente hat der Kollege Vogel ja gerade die Bundesregierung kritisiert und meinte, sie würde zu wenig nach vorne schauen. Genau. Und was heißt es denn jetzt eigentlich beim Minijob? Diese Jobs sind die Altersarmutsfalle Nummer eins. Und jetzt wollen Sie die Minijobs auch noch ausweiten auf 550 Euro. Minijobs bedeuten Minirenten. Und daher droht vielen Frauen Altersarmut. Und im Übrigen sind Minijobs dann häufig auch noch eine berufliche Sackgasse. Und genau diese Realität sollten Sie, die FDP, endlich zur Kenntnis nehmen. Von einer Ausweitung der Minijobs würden stattdessen vor allem die Wirtschaft profitieren. Die 550 Euro bedeuten mehr Arbeitsstunden und mehr Arbeitsleistung. Und damit könnten die Beschäftigten wieder mehr Stunden eingesetzt werden, und zwar flexibel und kurzfristig. Und so läuft das beispielsweise bei der Arbeit auf Abruf. Denn dort sind es vor allem Minijobs, die angewendet werden. Und das alles lohnt sich für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und deshalb gibt es mittlerweile im Gastgewerbe und auch im Wohnungswesen genauso viele Minijobs wie sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und das geht gar nicht. Und diese Entwicklung wollen wir stoppen. Und deshalb wollen wir die Minijobs nicht ausweiten, sondern stattdessen die Hürden im Übergang zu regulärer Beschäftigung abbauen. Unser Ziel ist sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und der Mindestlohn hat da ja übrigens viel bewirkt. Wir könnten ja zusammen dafür streiten, dass der Mindestlohn weiter erhöht wird. Es gibt jetzt weniger Minijobs und dafür eben mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, besonders stark in Ostdeutschland und im Handel. Und davon profitieren die Beschäftigten tatsächlich. Sie können länger arbeiten, sie verdienen mehr und sie haben auch einen höheren Lohn. Und genau so muss es sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Beate Müller-Gemmecke für die Bündnisgrünen. Und sie war und ist Sprecherin für Arbeitnehmerrechte und aktive Arbeitsmarktpolitik. So gehört es richtig. Nächste Rednerin, Antje. Nein, doch nicht. Schon wieder eine kurze Direktion. Sorry. Der Minijob, der sei für ganz viele Menschen eine Falle. Ist Ihnen bekannt, ist dir bekannt, dass alle repräsentativen Umfragen, die es unter Minijobbern gibt, ergeben haben, dass die weit, weit überwiegende Zahl der Minijobber in einer Lebenssituation sind, wo sie gar nichts anderes haben wollen?
wollen, weil sie zum Beispiel Studenten sind oder in anderen Lebenssituationen als diese unkomplizierte Möglichkeit, sich was dazu zu verdienen. Und sollten wir dann nicht für diese kleine Minderheit, die gerne was anderes hätte als einen Minijob, die wahren Ursachen für das Problem beseitigen? Die ungerechte Steuerklasse 5, die unfairen Zuverdienstgrenzen bei Hartz IV und all die Ursachen, die in Wahrheit die Menschen einsperren, aber nicht diejenigen leiden lassen, die sich einfach unkompliziert was dazu verdienen wollen im Minijob und die seit Jahren jetzt in diesen Möglichkeiten reduziert werden, weil wir in der Sozialpolitik alles dynamisieren mit der Lohnentwicklung, nur die Minijobs nicht. Das macht doch keinen Sinn. Vielen Dank, Herr Vogel. Frau Müller-Gemmecke. Ja, lieber Kollege Vogel, ich habe es eben eigentlich ausgedrückt. Es wird deutlich, dass es immer mehr im Prinzip die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in vielen Branchen immer mehr auf Minijobs setzen. Also zum Beispiel Arbeit auf Abruf. Das sind vor allem Minijobs im Gastronomiebereich, in den Hotels. Ja, da werden immer mehr Minijobs genommen und dann auch noch mal würden sie arbeiten und mal nicht arbeiten. Sie haben keine Planungssicherheit. Sie wissen nicht mal am Ende, was sie an Einkommen haben monatlich. Und diese Entwicklung finden wir schlecht. Und was mich immer wundert, ist, warum können die Menschen, die wenig arbeiten wollen, wegen, was weiß ich, Kinder, Pflege etc., warum können die denn nicht einfach sozialversicherungspflichtig wenig arbeiten? Dafür hätten sie trotzdem einen Rentenanspruch, sie sind abgesichert, sie sind sozialversichert etc. Das würde doch genau so gehen. Ja? Also wir sollten dafür sorgen, dass es mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gibt, die gut abgesichert ist, wo die Menschen auch einen Rentenanspruch erwerben. In diese Richtung muss es gehen und nicht genau den Fehlanreiz noch erhöhen, eben unabgesichert in kleinen Minijobs zu arbeiten. Vielen Dank. Die nächste Rednerin hier in der Debatte kommt von der CDU-CSU-Fraktion, Antje Letzius. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kaum eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme wurde in den letzten Jahren so kontrovers diskutiert wie die Regelungen zu den sogenannten Minijobs und den geringfügigen Beschäftigten. Dabei ist die Versicherungsfreiheit von Nebenbeschäftigungen so alt wie die Sozialversicherungsgesetze. Beginnen wir mit den Minijobs. Heute sind Minijobs ein flexibles Element im deutschen Arbeitsmarkt. Gerade für Schüler und Studierende, Rentner erlauben sie eine einfache Art des Hinzuverdienstes. Auch gibt es Personengruppen, die ihren Hauptjob um Tätigkeiten ergänzen wollen, die Spaß machen oder die Prestige bringen. Wenn der Universitätsprofessor noch eine Beratung durchführt oder der Fabrikarbeiter abends mit seiner Band auftritt, dann sind diese Tätigkeiten für die Alterssicherung ohne wesentliche Bedeutung. Dann muss hier nicht der Teufel der prekären Beschäftigung an die Wand gemalt werden. Für diejenigen, die längere Zeit ohne Beschäftigung sind, kann ein Minijob ein erster Schritt sein. Er kann einen Beitrag zur Aktivierung und Wiedereingliederung von Arbeitslosen in die Beschäftigung leisten. Und auch für die Bekämpfung der Schwarzarbeit sind Minijobs von Bedeutung. Durch diese unbürokratische Beschäftigungsmöglichkeit sind vor allem mehr haushaltsnahe Dienstleistungen aus dem Bereich der Schattenwirtschaft herausgekommen. Die Arbeitsbedingungen der Minijobber dürfen nicht schlechter sein als bei vergleichbaren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Der Minijobber hat den gleichen Kündigungsschutz und Anrecht auf Urlaub und Entgeltfortzahlung. Es ist wichtig, dass dies im Berufsalltag auch umgesetzt wird, meine Damen und Herren. Für Minijobs zahlt der Arbeitgeber eine Sozialabgabe in Höhe von rund 30% des Bruttolohns. Er leistet also einen Beitrag zur Sozialversicherung, der höher ist als bei regulärer Beschäftigung. Ich sage es ganz offen. Einer moderaten Erhöhung der Verdienstgrenzen könnte ich als ehemalige Unternehmerin etwas abgewinnen, nicht jedoch dem vorgeschlagenen Automatismus. Und vor allem ist mir eines wichtig.
die Umsetzung unseres Koalitionsvertrages, meine Damen und Herren. Denn der beinhaltet eine ganze Reihe von bedeutenden Punkten. Hierzu gehören unter anderem die Einführung einer Brückenteilzeit, mit dem wir Frauen aus der Teilzeitfalle holen. Das Teilhabechancengesetz, durch das wir Langzeitarbeitslose den Weg zurück zur Beschäftigung ebnen. Das Qualifizierungschancengesetz, mit dem wir Arbeitslosigkeit durch rechtzeitige Beratung und passgenaue Förderung gar nicht erst entstehen lassen und besonders kleine Unternehmen unterstützen. Das Fachkräftezuwanderungsgesetz, um Zuzug an den benötigten Fachkräften zu steuern und an unseren Bedarf anzupassen. Die bessere Gestaltung der Arbeitszeit, wobei wir mit Maß flexibilisieren wollen und die Gesundheit im Blick behalten werden. Eine nationale Weiterbildungsstrategie, damit wir die Chancen der Digitalisierung besser nutzen können. Alles Vorhaben, die die Union und die SPD zusammen umsetzen, um unser Land voranzubringen und Arbeit zukunftsfähiger zu gestalten. Ebenfalls im Koalitionsvertrag festgelegt ist, dass wir die geringfügigen Beschäftigungen in der Kleidzone stärken, die sogenannten MIDI-Jobs. MIDI-Jobs sind die Brücke in versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Wir werden hier die Verdienstmöglichkeiten deutlich anheben. Damit profitieren mehr Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von niedrigen Beiträgen, ohne dass sich ihre Rentenanwartschaften verschlechtern. Beschäftigungen zwischen 450 und 1.300 Euro werden attraktiver. Unsere Linie ist, wir behalten das flexible Instrument der Minijobs, aber vor allem entlasten wir die Beschäftigung in der versicherungspflichtigen Kleidzone. Meine Damen und Herren, verantwortungsvoll im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Frau Letius. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Marcel Klinge. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Hiller-Ohm, wie sage ich es möglichst höflich? Spätestens nach Ihrem Auftritt heute wird die SPD in Bayern von keinem Minijobber noch eine Stimme bekommen. Weiter weg von der Realität können Argumente nicht sein. Meine Damen, meine Herren, die Studentenkneipe in Regensburg, der Traditionsgasthof am Starnberger See und der Biergarten im Allgäu, die stehen vor dem Aus. Der Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel in vielen Betrieben im Tourismus ist mittlerweile zur Existenzfrage geworden. Vor allem Wirte und Gastronomen trifft dieses Problem mit ganzer Wucht. Und die Folgen sind weitreichend. Schauen wir nach Bayern, unserem Branchenprimus in Sachen Tourismus. Seit 2006 hat dort jede Schankwirtschaft zugemacht. Und Nachfolger, meine Damen und Herren, die bleiben massenhaft aus. Wer möchte schon dauerhaft 7 Tage die Woche schuften, wenn ihm die Mitarbeiter fehlen? Die FDP-Fraktion wird dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Wir wollen den Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel im Tourismus und darüber hinaus mit einem Maßnahmenpaket entgegenwirken. Unsere Vorschläge zur qualifizierten Zuwanderung haben wir gestern vorgelegt. Wir reden nicht nur wie die GroKo, sondern wir legen Ideen vor. Und wir brauchen mehr Wertschätzung und Unterstützung für die Ausbildungsarbeit vor Ort. Und wir wollen, und darum geht es heute, dass beispielsweise die 1,1 Millionen Minijobber im Gastrogewerbe, dass die auch weiterhin ihre Stunden arbeiten können. Der Mindestlohn klaut Wirten und Mitarbeitern. Wenn wir ihn nicht automatisch regelmäßig anpassen, er klaut Wirten und Mitarbeitern gleichermaßen wertvolle Arbeitszeit. Und das 60-fache des Mindestlohns bei den Minijobs heißt für den Wirt 60 Stunden im Monat Planungssicherheit, die er nutzt, um sein Saisongeschäft, den Service bei gutem Wetter und das Weihnachtsgeschäft zu garantieren. Und er heißt für die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie regelmäßig am Ende des Monats mehr in der Tasche haben. Das ist doch eine vernünftige Politik, von der alle Beteiligten profitieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Ihr Auftritt hat heute wieder gezeigt, dass Sie in der Arbeitsmarkt- und Mittelstandspolitik die Interessen von kleinen und mittleren Betrieben völlig aus dem Auge verloren haben.
Es reicht eben nicht aus, wenn Minister Altmaier sich regelmäßig als neuer Ludwig Erhard inszeniert. Es reicht eben nicht aus, dass die Handvoll Wirtschaftspolitiker, die Sie noch in Ihren Reihen haben, nach solchen Debatten wie heute kommen und sagen, ihr habt ja eigentlich recht von der FDP, aber die SPD lässt uns nicht. Noch sind Sie in Bayern nicht unter 30% gefallen. Deswegen machen Sie endlich wieder Politik für die Leistungsträger in unserem Land und honorieren Sie unternehmerischen Einsatz im Tourismus und darüber hinaus. Vielen Dank, Dr. Klinge. Verdienstgrenzen bei geringfügiger Beschäftigung. In der Debatte hat jetzt das Wort Bernd Rützel für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Klinge, es gibt einen Unterschied zwischen wollen und können. Beides muss sich bedingen. Und wenn man will und wenn man kann, dann können wir Politik machen. Sie wollen zwar, aber Sie können nicht. Dieses Können hätten Sie gekonnt, wenn Sie in die Regierung eingetreten wären. Das haben Sie aber nicht gemacht. Und deswegen haben wir auch nicht, lieber Pascal Kober, es die letzte Zeit versäumt, die Minijobs auszuweiten. Das haben wir nicht versäumt. Wir wollen das nicht. Wir machen das nicht, weil wir ein anderes Verhältnis, eine andere Denkweise dazu haben. Denn Minijobberinnen und Minijobber, die sind nicht krankenversichert. Die sind auch nicht pflegeversichert. Und die zahlen auch nicht in die Arbeitslosenversicherung ein. Und die meisten lassen sich auch von der Rentenversicherung befreien. 7,5 Millionen gibt es, zwei Drittel, wir haben das gehört, sind ausschließlich geringfügig beschäftigt. Und ihr Freund, Ihr Kollege, der Sie da angerufen hat, wo Sie zitiert haben, der auf Samstag ein Brötchen sich hinzuverdienen will, das kann der tun. Der kann jeden Samstag 10 Stunden arbeiten und dann hat er immer noch in dem Bereich von 450 Euro, wo es möglich ist. Und wenn er mehr machen will, dann empfehle ich ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, denn dann ist auch für ihn gesorgt. Herr Rützel, erlauben Sie Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Gruber? Natürlich. Herr Gruber, bitte. Lieber Frau Präsidentin, lieber Kollege Rützel, Sie haben gesagt, die Minijobber seien nicht krankenversichert, sie seien nicht rentenversichert. Wollen Sie mit mir vielleicht nicht doch auch zur Kenntnis nehmen, dass beispielsweise Schülerinnen und Schüler krankenversichert sind, dass Studierende krankenversichert sind? Wollen Sie nicht mit mir auch zur Kenntnis nehmen, dass die Ehefrau, die tatsächlich vielleicht einen Minijob macht, auch familienmitversichert ist? Wollen Sie vielleicht nicht auch zur Kenntnis nehmen, dass es, wie ich ausgeführt habe, Menschen gibt, die voll sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, und zwar durchaus nicht prekär, die auch renten- und sozialversicherungspflichtig sind und damit krankenversichert sind? Wollen Sie das nicht auch zur Kenntnis nehmen? Herr Rützel. Zum Glück ist in unserem Land fast jeder krankenversichert, rentenversichert, arbeitslosenversichert. Das ist nämlich unser Solidarsystem, das ist unser Sozialstaat, das ist unsere Solidarität, die wir haben. Das Entscheidende ist einfach, wer bezahlt ein und wer bezahlt die Zeche und wer steht für andere ein, die von dieser Leistung profitieren. Das ist der springende Punkt. Und Solidarsystem heißt gegenseitig unterhaken, gegenseitig mitnehmen und nicht die einen haben den Profit, denn diese Menschen, und das gönne ich jedem, dass er einen Minijob macht, ob Rentner oder ob Schülerin oder Schüler, und das mag kurz gedacht auch vielleicht ganz sinnvoll sein, aber am Ende des Tages, am Ende stehen die oft alleine da, stehen da ohne Altersversorgung, stehen da ohne, dass sie vorgesorgt haben, und deswegen ist es gut, wenn der Mindestlohn, wie wir ihn eingeführt haben, und ich weiß, dass Sie auch ein Kämpfer des Mindestlohnes waren seit eh und je. Ist das richtig, meine Erkenntnis? Schön, freue ich mich drüber, dass dieser Mindestlohn natürlich die Minijobs nicht aufgelöst hat, sondern die Minijobs sind umgewandelt worden in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und was wir gerade gehört haben, hier an den schönen am Starnberger See und sonst wo wir wunderbare Gaststätten haben. In diesem Gaststättengewerbe hatten wir die höchste Zuwachsrate, was die Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung war, und gute Arbeitsbedingungen in dieser Branche. Die sind ganz wichtig, und das sagt nicht nur die SPD, das sagt auch die DEHOGA, die der Verband dafür sind, denn da braucht man Menschen, und Menschen bekommt man heute nur noch, wenn es gute, ordentliche Arbeitsbedingungen gibt. Das ist das Fundament, wo man darauf aufbauen kann.
Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass durch die Erhöhung des Mindestlohnes, wo wir uns darüber freuen, dass der erhöht wird, dass der nicht ankommt bei den Menschen, die in dem Minijob sind. Das suggeriert zumindest dieser Antrag. Meine Kollegin Gabi Hiller-Ohm hat es aber schön ausgeführt und ich finde, sie hat blendend das aufgezeigt. Das muss ja nicht jedem gefallen, aber das sind unsere Positionen, dass natürlich durch die Erhöhung des Mindestlohnes, wenn die 450 Euro gleich bleiben, dass weniger gearbeitet werden muss dafür. Also kommt natürlich auch der Mindestlohn bei diesen Leuten an und das Ziel ist doch, so viel wie möglich für meine Hände Arbeit auch zu bekommen, im Rahmen das, was geboten werden kann. Und ich bin froh, dass wir darüber hinaus Tarifverträge haben, die viel Besseres absichern. Im Übrigen noch viel zu wenig, denn jeder Zweite fällt nur unter den Schutz eines Tarifvertrages. Zusammenfassend möchte ich sagen an dieser Stelle, dass die Umwandlung eben in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor allen Dingen Frauen, Älteren und Ostdeutschen sehr zugute gekommen sind. Und das sind Bereiche, wo am meisten betroffen waren von diesen Beschäftigungsverhältnissen. Und diese Entwicklung finde ich äußerst positiv, äußerst erfreulich. Und wenn Sie das umkehren wollen, dann sieht man, wo eben die verschiedenen politischen Felder laufen. Das ist ja auch in Ordnung, das soll man ja auch sehen. Aber wir stehen hier ganz klar für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Wir stehen dafür, dass die 450-Euro-Jobs vorübergehend auch mal ganz interessant sind, dass sie aber auf der langen Linie gesehen nicht dazu beitragen, Altersarmut zu verhindern, dass sie nicht dazu beitragen, eine Absicherung zu haben, ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Vorhin haben wir über die Rente gesprochen, ist das Fundament für ein gutes Miteinander. Vielen Dank. Vielen Dank, Bernd. Vielen Dank, Bernd Rützel. Nächster Redner, Wolfgang Strengmann-Kuhn für Bündnis 90 Die Grünen. Und er ist Sprecher für Arbeitsmarktpolitik der Bündnis Grünen. In Deutschland gibt es 7,5 Millionen geringfügig Beschäftigte, davon fast 5 Millionen, die ausschließlich eine geringfügige Beschäftigung haben. Das sind definitiv viel zu viele. Und wir wollen weniger und wir wollen geringfügige Beschäftigung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umwandeln. Das muss unser gemeinsames Ziel sein. Und es ist gut, dass durch den Mindestlohn, der Kollege Rützel hat das eben beschrieben, genau so passiert ist. Und das ist sehr zu unterstützen. Und den Weg müssen wir weitergehen. Wir müssen mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit für die Menschen hinkriegen, indem wir Grenzen und Hürden abbauen und nicht indem wir Grenzen und Hürden zementieren, wie Sie das in Ihrem Gesetzentwurf machen. Und ich werde noch mal 3 Punkte in der kurzen Zeit sagen, die aus grüner Sicht da wichtig sind, wie man diese Hürde abschafft, um diese Minijobfalle, die es real gibt, empirisch, um die zu überwinden. Der erste Punkt ist Einbezug in die gesetzliche Rentenversicherung. Es gibt jetzt dieses Opt-out-System mit dem Ergebnis, dass die meisten aussteigen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Das wollen wir abschaffen, damit die Menschen in der gesetzlichen Rentenversicherung abgesichert sind. Das ist ein Schutz gegen Altersarmut und das führt dazu, dass diese Grenze zwischen Minijobs und darüber hinausgehender Beschäftigung beseitigt wird und es ein Anreiz für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird. Der zweite Punkt ist, Minijobber, von Minijob kann man nicht leben, sondern man lebt von irgendwas anderem. Und ein Punkt ist, dass man vom Partner oder der Partnerin lebt. Und in Deutschland gibt es massive Anreize für geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Ein Hauptverdiener und dann Minijob, Sie haben das eben noch mal explizit gesagt, dass Sie Ehefrauen da denken, das ist Ihr Frauenbild in der FDP auf jeden Fall. Unser Frauenbild ist das nicht. Wir wollen gleichberechtigte Erwerbstätigkeit, auch für Frauen, eigenständige Absicherung, eigenständiges Einkommen für Frauen. Dafür muss man die Anreize abbauen, zum Beispiel das Ehegattensplitting abschaffen und ersetzen durch eine Kindergrundsicherung. Wir wollen die Ehe nicht die Ehe fördern, sondern die Kinder. Auch das würde dazu beitragen, mehr Anreize für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu schaffen. Und dritter Punkt, das ist mir noch mal besonders wichtig, weil viele von diesen Minijobbern stocken dann mit Hartz-IV-Leistungen auf. Dann nützt dann auch ihre Regelung überhaupt nichts, sondern dann würde sich netto bei den Leuten überhaupt nichts verändern. Und da ist es auch wichtig, das zu sehen, dass die Anreize, die man jetzt hat, die Belohnung viel zu schwach sind.
Die ersten 100 Euro darf man bei einem Minijob dazu verdienen, wenn man Hartz IV bezieht. Und dann wird jeder zusätzliche Euro mit 80% besteuert. Eigentlich haben wir den Spitzensteuersatz bei den unteren Einkommen. Und das müssen wir auch ändern. Wir müssen endlich dazu kommen, dass sich Erwerbstätigkeit wieder lohnt und belohnt wird. Und deswegen streiten wir Grüne um eine Garantiesicherung, bei der die Transferentzugsrate, so heißt das ja technisch, deutlich gesenkt wird, damit es sich wieder mehr lohnt, wenn die Menschen auch mehr arbeiten und mehr lohnt, wenn man einen Minijob hat, mehr erwerbstätig zu sein. Wir wollen als Grüne wollen wir diese Minijobfalle und die Armutsfalle beseitigen und die Menschen befreien. Die FDP will die Fallen gebaut lassen und größer machen. Das ist der Unterschied zwischen uns. Uns geht es um Freiheit und Selbstbestimmung und bessere soziale Absicherung. Ihnen geht es darum, die Fallen zu behalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Strengmann-Kuhn. Nächster Redner Peter Aumer für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Minijobs sind ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument für Beschäftigte und Betriebe in Deutschland geworden. Warum? Erstens, sie ermöglichen vielen Menschen den Einstieg in die Arbeitswelt. Zweitens, sie ermöglichen ohne großen bürokratischen Aufwand Hinzuverdienst. Und drittens, sie bieten Unternehmen Flexibilität. Lieber Herr Dr. Klinge von der FDP, ich glaube, Sie brauchen uns als Union, diejenigen, die maßgeblich waren für die soziale Marktwirtschaft in unserem Land, nicht erklären, wie das funktionieren soll. Wir stehen für die soziale Marktwirtschaft in Deutschland wie kein anderer. Und ich glaube, auch wir in Bayern können sehr gut Politik. Bayern steht hervorragend da. Und von Ihnen uns erklären lassen zu müssen, wie das funktionieren muss, da, glaube ich, muss schon jemand anders kommen. Und ich unterstreiche das, was der Herr Rützler gesagt hat, wollen und können. Und wir haben das gestern schon gehört, der Populismus der FDP mit dem Soli heute in diese Richtung. Ich glaube, dass die Menschen in Bayern am Sonntag sehr wohl anders entscheiden, als Sie sich das erhoffen. Jetzt passen Sie nur auf. Ja. Ich komme genau zu meinem Punkt. Ich bin nur auf Ihren Kollegen eingegangen. Minijobs, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind Bestandteil des wirtschaftlichen Aufschwungs in unserem Land. Und deswegen ist es schade, dass Rot-Grün, die das eingeführt haben, sich heute nicht mehr dazu bekennen. Beispielsweise sind durch die Minijobs, wir sagen es auch, ja, deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt schreien Sie doch bitte nicht die ganze Zeit dazwischen. Durch die Minijobs, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist illegale Beschäftigung beispielsweise eingedämmt worden. Aber das gehört auch dazu, man muss anerkennen, dass Mehrfachbeschäftigung zugenommen hat. Die IAB hat sehr klar festgestellt, dass jetzt hören Sie doch wirklich mal auf, das ist echt ein kleiner Schreihals. Nee, jetzt reicht's. Jetzt ist der Herr Aumer dran und der redet jetzt und basta. Ich sage jetzt basta, darf ich sagen? Ich möchte gerne, dass man den Kolleginnen und Kollegen zuhört. Sie können draußen alle Ihre Gespräche führen, aber ich finde, es hat jetzt in der Zwischenzeit eingerissen, dass auf eine Art und Weise, während Kolleginnen und Kollegen versuchen, ihre Gedanken auszuführen, das in Paralleldebatten im Plenum ausartet. Und ich versuche das zu regeln und deswegen, basta ist ein falsches Wort, gebe ich recht, das haben andere gesagt, das ist nicht mein Wortgebrauch, deswegen aufhören. Gut. Dann mache ich weiter, Frau Präsidentin, vielen herzlichen Dank. Nochmal zur IAB, die festgestellt hat, welche Menschen oder welche Gründe es gibt, dass man Mehrfachbeschäftigung auch annehmen muss. Einmal die hohe Nachfrage am Arbeitsmarkt und nach Arbeitskräften, die durchaus auch erfordert, dass man eine gewisse Flexibilität und Dynamisierung auf dem Arbeitsmarkt mit einbringt. Die schwache Lohnentwicklung in unserem Land ist auch ein Grund gewesen. Deswegen wollen wir auch nicht, Frau Fers, den Rückgang des Mindestlohn, sondern ich denke mal, das war sicherlich eine Ergänzung, aber der muss sich auch widerspiegeln bei den Minijobs. Und der dritte Grund war, dass Teilzeitbeschäftigungen zugenommen haben und dass der Minijob ein gewisser Ausgleich zu diesen Teilzeitbeschäftigungen ist. Da haben wir, es ist ja vorher auch angesprochen worden, jetzt einen Gesetzentwurf zur Brückenteilzeit, der sicherlich auch einen Beitrag dazu leistet, dass man nicht mehr so viele Minijobs braucht. Die Zahlen sprechen für sich. Wir sind heute ja schon öfter darauf eingegangen. 7,5 Millionen gibt es in Deutschland, davon 2,8 Millionen
Minijobs, die vor allem als Teilzeit betrieben werden. Und ich merke, und man merkt ganz klar auch den Umfragen zufolge, dass 7,5 Millionen im Rückgang sich befinden, gerade bei der ausschließlichen Beschäftigung. Und das, glaube ich, ist schon auch wichtig. Und der Peter Weiß hat mir vorher mit auf den Weg gegeben, dass wir, und da haben wir auch mal was Gutes gemacht, CDU und CSU, dass die Minijobs rentenversicherungspflichtig sind und dass man optieren muss, aus der Rente rauszufallen. Das war ursprünglich ja nicht in dem 400-Euro-Job vorgesehen. Und ich glaube, man kann auch mit der FDP etwas Gutes auf den Weg bringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir als CSU sagen, Frau Ferscher, Sie haben gerade den Stefan Stracke angesprochen, dass wir durchaus eine Anpassung der 450-Euro-Jobs brauchen. Und wenn man den Richtwert, diese 7,50 Euro, die sich auf die 9,19 Euro Mindestlohn verändern werden, nimmt, dann wären das 470 Euro, die man anpassen müsste ab 1.1.2019. Ich glaube, dass diese Anhebung der Minijobgrenze durchaus auch akzeptabel wäre und dass man da durchaus auch etwas Gutes auf den Weg bringen kann. Dass das Spannungsfeld immer bleibt zwischen dem Zuwachs an Einkommen und Teilhabe und zwischen dem Einstieg in normale Arbeitsverhältnisse, wenn man die Grenze immer weiter erhöht, das ist sicherlich auch klar. Und uns ist als Union ganz wichtig, dass wir Vollbeschäftigung in unserem Land schaffen. Das erreichen wir nur mit einer guten und einer verlässlichen Arbeitsmarktpolitik. Wir haben das in der Vergangenheit auch bewiesen. Und dazu gehören vor allem auch gut bezahlte, sozialversicherungsrechtlich abgesicherte Arbeitsverhältnisse. Aber dazu gehören auch flexible Instrumente im Arbeitsmarkt. Dazu gehört auch der Minijob. Und deswegen wollen wir, dass der Minijob erhalten bleibt. Und es gibt nicht nur Menschen, die gezwungen sind, den zu tun, die gibt es sicherlich auch, aber es gibt auch viele, die das freiwillig machen, um sich etwas hinzuzuverdienen. Und ich glaube, man muss beide Seiten der Medaille sehen. Wir müssen uns Mühe geben, Menschen sozialversicherungspflichtig zu versichern, aber diejenigen, die wollen, die etwas dazu verdienen wollen, die müssen auch die Möglichkeit haben. Deswegen werben wir auch in der Koalition dafür, dass wir zumindest eine gemäßigte Anpassung hinbekommen. 470 Euro, wie von Stefan Stracke vorgeschlagen, wäre aus meiner Sicht ein guter Kompromiss. Und deswegen, glaube ich, sollte man da mal auch in Gespräche einsteigen, um da eine gute Lösung zu finden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Peter Aumann. Die nächste Rednerin kommt von der SPD, Daniela Kolbe. Sie ist Sprecherin für Verteilungsgerechtigkeit und soziale Integration. Liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, schön, danke für den Gesetzentwurf. Der kann uns noch mal helfen, deutlich zu machen, was für große Unterschiede in diesem Haus existieren, was die Inhalte angeht. Und ich kann Ihnen sagen, für die SPD-Fraktion, wir lehnen Ihren Gesetzentwurf rundweg und aus vollem Herzen ab. Man greift sich ja schon ein bisschen an den Kopf. Wir reden über Fachkräftebedarf und auch auf Ihre Initiative über Zuwanderung. Und dann kommen Sie mit so einem Gesetzentwurf um die Ecke und sagen, ja, unsere Idee ist, wir weiten einfach die Minijobs aus. Das Gegenteil wäre doch sachlogisch. Was wir in diesem Land brauchen, ist gute Arbeit, gut entlohnte, sozialversicherungspflichtige Arbeit, von der die Menschen gut leben können und von der sie auch eine gute Rente haben. Frau Kolbe? Nein. Und ich kann für die SPD-Fraktion sagen, wir sind stolz wie Bolle, dass mit der Einführung des einheitlichen gesetzlichen Mindestlohnes nicht nur die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach oben gegangen ist, sondern auch die Minijobanzahl nach unten gegangen ist. Wir haben mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ein Geschäftsmodell erledigt, was insbesondere in Ostdeutschland vorkam, im Handel, im Gastgewerbe, bei den Friseuren, wo Menschen auf die 450-Euro-Jobs verwiesen, auf die Minijobs verwiesen worden sind und auf das Amt. Den Rest kannst du ja dort holen. Zum Teil haben die fast Vollzeit gearbeitet. Dem haben wir einen Riegel vorgeschoben und darauf sind wir wirklich stolz. Und davon haben Frauen profitiert und davon haben Ostdeutsche profitiert. Wir werden einen Teufel tun, Menschen künstlich im Minijobbereich zu halten. Und das ist genau der Effekt, der im Moment leider passiert. Sie sind dort nämlich oft, und da habe ich ein anderes Menschenbild als Sie vielleicht, weil ich eine ostdeutsch sozialisierte Frau bin, weil Sie dort oft nicht freiwillig sind, zu einem erschreckend hohen Anteil nicht in die Rentenversicherung einzahlen.
zumeist zu sehr niedrigen Löhnen arbeiten, nicht von Weiterbildung profitieren und auch keine beruflichen Aufstiege erfahren. Ich kann Ihnen sagen als ostdeutsche Frau, ich will Sie nicht schocken, aber ich könnte gut mit sehr, sehr viel weniger Minijobs in diesem Land leben. Die gegenwärtige Gesetzeslage schafft Anreize, durch den steigenden Mindestlohn auch darüber nachzudenken, Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umzuwandeln. Und das ist, weil das hier so anklang, das ist nicht verboten. Man kann auch über diese 450 Euro hinausgehen. Ja, dann wird es eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung. Das ist aber gar nicht schlimm. Insofern profitieren womöglich auch die Menschen im Minijobbereich vom Mindestlohn durch neue berufliche Perspektiven oder einfach, weil sie ihre Teilzeitbeschäftigung nicht mehr so lange arbeiten müssen für das Geld. Wo ist denn das kein Profitieren? Sie argumentieren außerdem in Ihrem Gesetzentwurf mit Bürokratieerleichterung. Das zeigt auch, dass Sie ganz schön stark auf Mini-Löhne in diesem Bereich fokussiert sind. Aber das gilt ja nur für Mindestlohnbezieher. Wir haben aber viele Branchen, in denen gibt es Branchenmindestlöhne überhalb des Mindestlohns. Und da ist überhaupt nichts mit Bürokratieerleichterung. Da haben wir dann ab 01.01.2019 mit Ihrem Gesetzentwurf einen 551,40 Euro Job. Herzlichen Glückwunsch. Damit stiften Sie doch nur mehr Verwirrung als Klarheit. Außerdem zeigt die hohe Summe, dass Sie nicht nur dynamisieren wollen, sondern Sie wollen gravierend ausweiten. 8,50 Euro hätte ungefähr 53 Stunden pro Monat bedeutet. Sie wollen 60 Stunden pro Monat im Minijobbereich. Das ist eine gravierende Ausweitung des Minijobbereiches. Und dann ist es logisch, dass Sie in Ihrem Gesetzentwurf über die Auswirkungen schweigen. Kann ich nachvollziehen. Tja, liebe FDP, es ist schon ein Problem, wenn man in der Opposition ist. Man kann Vorschläge machen, die werden dann auch diskutiert, auch lebendig diskutiert, aber halt nicht umgesetzt. Bei dem Gesetzentwurf muss ich allerdings sagen, zum Glück sind Sie in der Opposition, zum Glück für viele Millionen Menschen in diesem Land. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die letzte Rednerin in dieser Debatte, Verdienstgrenzen bei geringfügiger Beschäftigung, ist Jana Schimke von der CDU-CSU. Und Claudia Roth ermahnt hier die Abgeordneten erneut, ruhiger zu sein. Das hat sie vorhin ja schon mal getan. Der Pegel ist ihr zu laut. Also jetzt gibt es doch erstmal eine Zwischenintervention. Ich meine, wir müssen uns irgendwo mal auch für einen Lösungsweg entscheiden. Sie haben davon gesprochen, dass Sie eigentlich möchten, dass mehr Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Es gibt viele Gegenden in Deutschland, da fehlen Fachkräfte, und zwar branchenübergreifend. So, wenn ich das jetzt steigern wollte, dass diese Menschen mehr arbeiten, dann müsste ich am Arbeitszeitgesetz etwas ändern. Das wollen Sie ja auch nicht. Oder gehe ich da falsch in meiner Annahme? Das heißt, wenn Sie jemanden haben, beispielsweise den Oberstabsfeldwebel, den ich Ihnen vorhin in meinem Beispiel, den es auch wirklich gibt, vor Augen geführt habe, der kann nicht einfach zu seinem Arbeitgeber sagen, ich möchte gerne noch ein bisschen ein paar Euro dazu verdienen, erhöhe meine Arbeitszeit. Jetzt hat er aber die Chance, zu seinem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis eben am Samstag noch in einem Handwerksbetrieb, der dringend auf Unterstützung angewiesen ist, mitzuhelfen. Der Handwerksbetrieb kann aber auch nicht einfach die Arbeit sozusagen der dort voll sozialversicherungspflichtig beschäftigten Hauptangestellten einfach ausweiten. Das geht auch nicht. Die Wirtschaft und die Arbeitgeber sitzen in einer Falle, und diejenigen, die wirklich etwas leisten wollen, die etwas dazu verdienen wollen, die behindern sie. Irgendwo muss die Lösung liegen, Frau Kolbe. Vielen Dank, Frau Kolbe, bitte. Ja, sehr geehrter Kollege Kober, wir sind ja für lebensbegleitendes Lernen. Insofern ist es für Sie vielleicht auch noch mal gut zu hören, dass es überhaupt nicht verboten ist, in diesem Land eine Teilzeitbeschäftigung zu haben, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Man ist dort nicht auf geringfügige Beschäftigung festgelegt. Und genau das ist ja unser Punkt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Menschen mehr arbeiten und wenn sie auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind mit Rentenansprüchen, mit Arbeitslosenversicherungen, die sie dort haben. Was mir auffällt, ist, dass insbesondere von der FDP, aber auch von der Union, beispielsweise im Gastgewerbe dann argumentiert wird, es gäbe einen Fachkräftebedarf. Das ist ja überhaupt nicht
zu negieren, das stimmt. Und dann werden Vorschläge gebracht. Ich kenne das auch aus meinem Heimatland Sachsen. Da wird dann gesagt, der Mindestlohn sei zu hoch oder die Arbeitszeit sei zu kurz. Man müsste das Arbeitszeitgesetz irgendwie ausweiten. Also auf Deutsch gesprochen, wir finden mehr Fachkräfte, wenn wir die Arbeitsbedingungen verschlechtern. Auf welchem Planeten leben Sie denn? Wir leben in einer Republik, in der der Arbeitsmarkt brummt. Das heißt, wenn Unternehmen eine Zukunft haben wollen, müssen sie gute Arbeit bieten. Gute Arbeit ist gut entlohnt und gute Arbeit ist nicht geringfügig. Das ist unsere Position. Vielen Dank, Frau Kolbe, und vielen Dank, Herr Kober. So, und jetzt kommt als letzte Rednerin die von mir schon angekündigte Jana Schimke. Und der Bundestag hinkt hier doch mittlerweile gewaltig zeitlich hinterher, auch durch die vielen Kurzinterventionen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also dass die FDP sich irgendwann noch einmal auf einen arbeitsmarktpolitischen Vorschlag bezieht, der den Mindestlohn im Blick hat, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Sie sind doch auch die Partei, ich meine, ich will selbst gar nicht verheimlichen, dass ich das selbst auch sehr kritisch damals gesehen habe, aber Sie sind doch die Partei, die auch immer gegen den Mindestlohn war, aus sicherlich auch berechtigten Gründen. Und jetzt legen Sie einen Vorschlag vor, einen arbeitsmarktpolitischen Vorschlag, der sich auf den Mindestlohn bezieht. Das finde ich schon bemerkenswert. Meine Damen und Herren, ich halte diesen Vorschlag für falsch, und zwar aus unterschiedlichsten Gründen. Erstens, der Mindestlohn wird ja alle zwei Jahre erhöht, ja, in der Mindestlohnkommission. Und durch die vielen Gespräche mit Vertretern unterschiedlichster Branchen kriegt man natürlich als Wahlkreisabgeordneter auch mit, dass es hier und da schon knirscht. Der Mindestlohn ist in der Tat nicht durch jede Branche in Deutschland so leicht zu bewerkstelligen, wie wir uns das vielleicht politisch oftmals wünschen. Und deswegen halte ich den Mindestlohn bei der Frage, wie wir möglicherweise eine Anpassung bei den Minijobs vornehmen, für den falschen Weg. Nächster Punkt. Natürlich hat die Union auch im Wahlprogramm den sogenannten mitwachsenden Minijob gefordert. Das war auch sicherlich Gegenstand unserer Forderung. Aber wir müssen uns bei arbeitsmarktpolitischen Ideen in der Zukunft immer auch daran orientieren, wie wir Maß und Mitte einhalten. Und jedes arbeitsmarktpolitische Instrument und die Minijobs sind natürlich eine ganz bedeutende Sache seit der Agenda 2010, hat irgendwo auch seine Zeit. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo man vielleicht mal anders denken sollte, wo man vielleicht mal neu denken sollte. Die Minijobs in ihrer derzeitigen Form sind ja entstanden im Jahr 2003, so wie wir sie jetzt kennen. Dann gab es später noch eine Erhöhung auf 450. Was war das für eine Zeit, meine Damen und Herren? Das war eine Zeit, wo wir in Deutschland Rekordarbeitslosigkeit hatten. 5 Millionen Arbeitslose. Deutschland war der kranke Mann Europas. Und man hat damals dieses Instrument in dieser Form eingeführt, um Menschen wieder einen Weg in die Arbeit zu ebnen. Natürlich auch, um Arbeitgebern einen Weg zu geben, eine Möglichkeit zu geben, unkompliziert auch wieder Menschen in Beschäftigung zu bringen. Unser Ziel war es damals gewesen und auch das Ziel der damals regierenden Parteien, wieder mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt zu schaffen. Und darüber hinaus natürlich auch wieder die Arbeitslosigkeit abzusenken und auch wieder Deutschland arbeitsmarktpolitisch auf einen besseren Weg zu bringen. Was ist seitdem geschehen? Viele Jahre sind ins Land gegangen. Wir reden heute über die niedrigste Arbeitslosigkeit, die wir jemals hatten in Deutschland. Wir reden über Rekordbeschäftigung. Wir reden über Rekordeinnahmen in unseren sozialen Sicherungssystemen. Und die Frage ist schon berechtigt, wo wollen wir künftig hin? Leben wir noch in einer Zeit, in der wir Instrumente wie den Minijob brauchen? Leben wir in einer Zeit, in der wir alles dafür tun sollten, die Einkommensgrenzen auch bei Minijobs oder Midijobs exorbitant zu erhöhen? Ist das das, was wir wollen? Ich halte das für bedenklich. Ich würde da nicht unbedingt so mitgehen wollen. Was wollen wir? Unser Ziel muss es sein, weiterhin natürlich Flexibilität am Arbeitsmarkt sicherzustellen. Da sollten wir uns mal Gedanken machen, in Sachen Arbeitszeit, in Sachen Kündigungsschutz. Ja, darüber müssen wir reden, die Starrheit aus dem deutschen Arbeitsmarkt auch rauszunehmen. Und selbstverständlich, natürlich gehören auch die Minijobs dazu. Wir wollen dieses Instrument ja behalten. Darum geht es hier gar nicht. Wir wollen, dass Studenten, dass Rentner weiterhin eine Möglichkeit haben, sich auch etwas dazu zu verdienen. Ja, das wollen
wollen wir natürlich auch. Das ist unser Ziel. Und wir wollen natürlich Menschen, die Schwierigkeiten haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen, auch weiterhin ein Instrument an die Hand geben, was es ihnen möglicherweise das auch erleichtert. Ja? Aber was ist denn die Realität? Was hat sich denn ergeben seit 2003 im Bereich der Minijobs? Wir haben einen Frauenanteil von 2/3. Das muss man ganz klar festhalten. Die größte Gruppe aller Menschen, die in Deutschland im Minijob tätig sind, sind die Gruppe der Menschen im erwerbsfähigen Alter, ja? Nicht die Rentner oder die Studenten. Nein, das sind Menschen, die eigentlich in vollzeitnaher Beschäftigung tätig sein sollten. Und darüber müssen wir doch mal reden. Meine Damen und Herren, es gibt eine weitere Entwicklung. Wir haben eine signifikante Zunahme von Minijobs im Nebenerwerb. Das heißt, es geht hier nicht nur um den Studenten oder so, wo wir sagen, ja, genau für den ist das. Nein, es gibt doch Menschen, die haben einen Hauptjob und machen nebenbei noch den Minijob. Und das tun die nicht, weil der Hauptjob so schlecht bezahlt ist. Nein, das sind Teilzeitkräfte, die einfach noch mal was mitnehmen wollen. Das ist ein Mitnahmeeffekt, der entsteht. Ja, man macht einen Teilzeitjob und man macht danebenbei dann noch einen sogenannten Minijob, um mehr Brutto vom Netto zu haben. Ist menschlich nachvollziehbar, aber die Frage ist, wollen wir das politisch? Ich halte das nicht für richtig. Ja? Und es gibt noch einen Punkt, den ich sehr bedenklich finde, mit der Rente mit 63. Was ist passiert? Die Menschen gehen mit 63 in Rente und arbeiten beim selben Arbeitgeber in Form eines Minijobs weiter. Auch darüber sollten wir vielleicht mal reden. Nein, das meine Damen machen und Herren, wir heute glaube, aber nicht mehr, Frau Schimke. Ja, Sie sind deswegen, drüber. Liebe Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Nein, die Richtung muss ein anderer sein. Wir brauchen mehr Netto vom Brutto. Das muss unsere Richtung sein. Wir wollen den Soli abschaffen. Dazu wird es künftig eine Initiative geben. Und natürlich auch die Sozialversicherungsbeiträge senken. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schimke. Das war also die letzte Rednerin zu den Verdienstgrenzen bei geringfügiger Beschäftigung. Das Ganze wird jetzt weitergereicht in den entsprechenden Ausschuss.